So, moin Leute, herzlich willkommen. Wir gehen wieder rein in Otzparks. Lass mal die ganze Zeit das S weg, ist auch nur Otzpark. Wir suchen jetzt noch die anderen Sparks, ne? Hier scheint ja irgendwie überall der gefährliche Steinkram zu kommen. Was ist das? Was sagt mir das? Was ist das? Ach, das ist mein Wegpunkt. Ich wollte gerade schon sagen. Aber anscheinend kommt hier in der Richtung nichts mehr. Aber es gibt halt sau viele von diesen Plattformen, ne? Geht es hier oben auch immer noch. Weiter in dieses Biom hier, oder? Weil das hier sieht ja irgendwie so wie Biomgrenze aus, ne? Okay, das ist auch Biomgrenze. Geil, nehmen wir mit. Okay, ich behaupte mal, hier kommt nichts mehr. Laufen wir von hier aus nochmal Richtung Westen. Weiß ja, halt, wie gesagt, noch nicht, was wir mit den ganzen Blättern machen, ne? Glaube, ich würde hier noch mal ein paar Kanthölzer zwischenlagern. Ein bisschen Sortierung, ne? Irgendwie. Holz können wir so schnell farmen, ne? Lass wir hier noch ein paar herstellen. So. Können wir noch ein paar mitnehmen. Nehmen wir nur volle Stacks mit. Können wir auf jeden Fall nachher wieder ein paar da hinten reinschmeißen. So, hier genau das wollte ich wissen, ob ich das aufmachen kann. Jawohl, das Holz können die weghacken, das ist sehr gut. 12 von den Scheiben. Ah, die Scheiben sind schon Killer, Vorteil ist ja, dass die Sachen schon meistens immer ein bisschen früher angezeigt werden, als man sie tatsächlich entdeckt hat, ne? Achso, klar, jetzt geht hier das. Massengehäcksel los. Okay, wieso hackt er da den Baum? Bäume hacken wollen wir nicht. Er hat mir einen Stein gebracht, alles klar. Sie machen, was sie wollen. Sie entwickeln ein Eigenleben. Oh, hier ist ein Maitröter. No, mal gucken, ob das clever war. Wir haben keinen verloren, Leute. Das war die perfekte Taktik. Ihn erst mit ein paar mehr, weil beim letzten Mal habe ich ja nur so ein, zwei draufgeschmissen. Das hat ihn ja irgendwie nicht interessiert und er hat gar nicht angefangen. Okay. Haben wir das gefunden, was wir finden wollen? Genau wie die anderen, einfach der Schrein zum Leben und überprüft, ob alles noch funktioniert. Okay, was ist das? Carry Spark. Ja. Hinterbeine breitbegierig Anweisung zu erhalten. Mega gut, Leute. Kann mehr als einen Gegenstand auf einmal tragen. Das ist richtig gut. Das ist das, was wir brauchen, um da oben unser Problem zu lösen. Und wir können direkt welche herstellen. Ey, nicht da unten rein. Du sollst die dort reinballern. An dem Moment. Brauchen halt zwei, ne?
brauchen halt zwei, ne? Aber er braucht nur einen. Das heißt, wir können sechs Stück herstellen. Achso, da sind da unten zum Arbeiten drin, alles klar. Genau, das heißt, das ist hier das nächste, wo wir dann jetzt die. Oh Gott, Leute, wir brauchen echt viele Sachen, ne? So. Hoppala. Kriegen wir das Ganze ein bisschen halbautomatisch hin. Wenn wir denn genug Gegenstände hätten. So, aber wir haben da auf jeden Fall schon mal welche drin. Das heißt, wir können da hinten gleich mal ein paar von auf die Straße schicken. Aber uns fehlt immer noch der andere, ne? So. Hier hätte ich die gerne wieder drin. Ein Carry Spark haben wir dann schon automatisch. Obwohl, wir brauchen deutlich mehr Kantholz. Okay. Bam, bam. Hätten wir auch direkt da reinhauen können. Wie viel haben wir? Oh, das sind schon. Wow. Wie viel kommen denn aus einem Carry raus? Einer. Okay, das geht aber echt zügig. Okay. Steht einfach nur nochmal ein Infotext dazu. Okay, aber dann laufen wir jetzt erstmal weiter. So, irgendwie. Mal hier so in die Richtung. Da fängt schon mal das an. Hier ist auf jeden Fall noch mal wieder so eine Geschichte. Wird auch mit Holz befeuert. Dann wieder, achso, das Rezept ist neu. Also der Spark ist neu. Hier ist aber gar kein Baum in der Nähe, ne? Okay, die sind wild, die sind wild, die sind wild, die sind wild. Ich glaube, die wollen mich töten. Zumindest will ich mich gerade nicht mit denen anlegen. Okay, hier sind echt viele von den Plätzen. Bis jetzt, was ist das? Das da, wo gerade die Viecher waren. Da ist ein Maitreiter. Okay, dann können die ja nur noch da oben sein, oder? Aber ich will mich nicht mit denen anlegen. Auch wenn ich den Hirschtröter gerne hätte, aber. Dran vorbei. Da ist noch einer, sehr gut. Ja. Was? Er hat ihn trotzdem noch getroffen. Verliere Leute. Das war nicht so geil. Drei Stück verloren, ich stand zu dicht dran. Also ich muss anscheinend mich dann echt noch weiter wegstellen. Da sind noch mehr so Schrecken. Aber wo soll denn der andere Spark sein? Ist das echt da unten? Hätte ich da unten noch weiter hingemusst? Beziehungsweise da ist auch noch, ne?
Müssen halt hier den Rand ablaufen. Okay, was sind das da für komische Dinger? Ah, geht weg, ihr Schrecken. Aber hier haben wir doch schon alles, oder? Sind noch ein paar Bäume und das neue Biom halt. Hier ist halt noch der Wegpunkt im Einsatz. Es ist wild. Ich muss sagen, das braucht echt eine Menge. Eine Menge, Menge, Menge Sparks, ne? Oh mein Gott. So nah und doch so fern, ne? Klopf auf Holz. Ein Loamy Spark. So, speziell. Einmalig einer, der an der Stelle, auf der er geworfen wird, Pflanzen nachwachsen lässt. Aha. Okay. Okay, Düngemittel, also den werde ich auf jeden Fall irgendwie wohl abgeben müssen, den Spark, wa? Aber gut, damit haben wir erstmal alles. 20 Schwerter haben wir ja auch, müssten wir dann auch hier irgendwie mal wegkriegen. So, okay, ich darf nicht immer die Kamera drehen, glaube ich. Machen wir das nämlich einmal so, dann kriegen wir nämlich jetzt Düngemittel. Und das der Spieler dann würde brauchen Dünger und wir können diesen jetzt für ein kleines Entgelt liefern. Spart eine Menge Zeit und ermöglicht es ihnen hoffentlich mehr lebensmittelkostengünstig einzubauen. Ein gutes Resultat für alle Beteiligten. Das Hackwerk haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? So, das Ätherstücke brauchst du, um die Sparks herzustellen. Ich weiß zufällig, was man manchmal diese Ätherklumpen bekommt, den man nicht viel anfangen kann, aber vielleicht können wir das ändern. Ich denke, wir können für das Hackwerk verwenden, das wir gebaut haben. Das Hackwerk haben wir noch nicht gebaut. Okay, annehmen habe ich schon. Drei. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Kacke, wir hätten den Gegenstandsfilter noch bauen müssen. Und einen ätherischen Klumpen brauchen wir mehr, wo auch immer wir den hergekriegt haben. So, was haben wir denn jetzt noch? Also für die Fahrtzusätze. Klumpenzerteilung, aber wo kriegen wir denn jetzt? Da brauchen wir 10 von jedem. So, den müssen wir machen. 15 Loamy Sparks. Können wir das Hackwerk schon bauen? Bin ich doof? Habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Oder kann ich die Forstmaschine umstellen auf Rinde? Hackwerk. Kostet 20. Okay, wir können das schon bauen. Wie kriege ich manchmal irgendwelche Sachen nicht mit, habe ich das Gefühl. So.
glaube, da sind wir schneller hingelaufen als teleportiert, ne? Das ist alles noch nicht so einfach, aber wir kriegen es hin, Leute. Wir kriegen das hin. Knallen wir erstmal die hier rein. Dann wir die erstmal los. Dann werden wir hier noch ein bisschen Holz los. So. Und jetzt gucken wir uns aber mal an, was die hier so transportieren, ne? Nehmen die sich direkt zwei daraus. Geil, die transportieren zwei. Das ist ja mega. Okay. So, was hatten wir jetzt gesagt? Wir wollten so ein Hackwerk bauen, ne? Ein Hackwerk braucht aber wahrscheinlich wieder einen Baum. Da haben wir noch einen Baum. Bauen wir hier irgendwie unsere nächste Produktion mit hin? Nein, die brauche ich noch. So. Aber die können wir nicht umstellen, hä? Das ist noch nicht die Rindmaschine. Wir müssen tatsächlich erst. Manuell hacken, oder was? So wie das aussieht. Müssen tatsächlich anscheinend erst weiter manuell hacken. Wie viele Schwerter braucht man für die eine Aufgabe? Ich glaube 40, ne? Ja, 20 sogar nur 20. Und da 40, okay, also 60 Holzklingen brauchen wir. Die sollten wir irgendwie behalten. Da haben wir auch wieder viel zu viel Holz dabei. Ach, das war ja alles Grütze. Also ich würde aber dann, glaube ich, zum Hacken echt da runter gehen, ne? Aber. Weil wir haben ja irgendwie haben wir hier unsere ganzen Blätter gelagert. Jetzt habe ich fast mein Glas umgeschmissen. Nein, bei dem warmen Wetter immer viel trinken, wichtig. Okay, die werden da hinten, glaube ich, irgendwie auf Jagd gehen, wa? So. Das heißt, wir bauen jetzt hier auf jeden Fall so ein Hackwerk. Wir gucken erstmal, was wir dafür brauchen. So, da brauchen wir einfach die Blätter. Okay, das ist ja easy. Dafür brauchen wir einfach Blätter. Wir haben jetzt natürlich alle mitgenommen. Das ist natürlich doof.
Aber egal, wir können ja erstmal. Jetzt fehlen Kanthölzer, aber das haben wir zum Glück alles hier drin. Haben wir hier eigentlich noch einen Baum übrig? Ne, wenn nur von der Seite. Aber ich glaube, wir bauen es hinterher eh wieder weg, ne? Ich würde es jetzt einfach mal so machen, weil wir, glaube ich, so viele Blätter haben. Dass halt nicht alles in ein so ein Ding reinpasst. Und ich soll recht behalten, das ist sehr gut. So. Müssen wir hier nochmal eben durchtauschen und. Machen wir das einmal so. Wollen wir jetzt aber nochmal Controls dafür. Und dann schieben wir das hier wieder rein, ne? So. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Nein, den hier. Ich habe die verkehrt rumgebaut, Kendert. Das ist gut, dass man das kann. Tja, der braucht vier Düngemittel. Ich glaube, ich kann sogar einen wieder abziehen. Müsste das immer noch perfekt durchlaufen, so. Okay. Das ist halt die Frage. Theoretisch können wir doch hier auch einfach nach. Da. Oh, okay, das geht auch. Zum schnell einlagern, wa? Okay, man braucht es ja anscheinend doch immer häufiger, ne? So. Aber eigentlich wollte ich jetzt. So einbauen und dann so machen. Hauen wir da nämlich den letzten von den Sparks hin. So, und jetzt gehen wir mal eben. Eben schnell noch mal so ein paar von den Viechern hier farmen, wenn wir hier noch welche finden. Weil eigentlich haben wir ja noch nicht so viele jetzt weggeholt hier. Damit sollten wir ja sonst gleich. Ah, die will ich dann noch nicht angreifen. Ich weiß nicht warum, aber. Nicht, dass ich Schiss vor denen habe, aber irgendwie. Die Richtung. Wollten wir mal gucken, was hier momentan Stand der Dinge ist. Hier müsste ja eigentlich alles voll sein mit Brettern. Ja, genau. Und hier müssten wir normalerweise auch die Sparks hinbringen, ne? Also das hier hinten ist ja eigentlich komplett tot, oder?
Okay, war das safe? Da haben wir schon gar keine drin gehabt anscheinend. Da nicht, okay. Oder habe ich die damit auch schon zurückgerufen? Keine Ahnung. So. Können ja einfach noch mal ein paar produzieren. Das tut nicht weh. Doch angreifen? Ich weiß es nicht. Es sind schon ein paar mehr, ne? Okay. Ist zwar jetzt nicht die Welt, aber ein bisschen, ne? Nehmen wir doch mal mit. Ich habe jetzt gar nicht mehr gemerkt, was wir für die Lomis im Endeffekt alles brauchen, aber. Okay, wir haben nichts, was wir zusammenschieben können. Das ist ärgerlich. Die angefangenen Bretter hier, die angefangenen Kalthölzer hier. Und dann nehmen wir das mit und dann würde ich gerne nach da oben reisen, aber irgendwie. Müssen wir da mal ein bisschen mehr reinhauen, ne? Ja, das ist halt im Moment echt nicht einfach hier jetzt, sag ich mal. Den ganzen Kram voranzukriegen, ne? Okay, ich behaupte mal, dass das jetzt irgendwie läuft, oder? Aber von den Crafties brauchen wir ja auch dann gerade gar nicht so viele. Tatsächlich. Na, Inventar voll, okay. Brauchen wir tatsächlich gar nicht so viele, ne? Weil. Ah, wohl doch, ne? Wir müssen ja da die. Es ist schon alles kompliziert. Wie gesagt, im Moment warmes Wetter. Mein Denkvermögen ist auch ein bisschen jenseits von Gut und Böse, habe ich das Gefühl. Aber ich behaupte mal, da oben brauchten wir auch die Stumpies, ne? Aber ich kann es ja hier nachgucken, warte mal. Ich darf mich doch nur nicht so blöd anstellen. Doch nicht, okay. Ich kann es doch nicht nachgucken. Weil ich es halt noch nicht herstellen kann. Ja, toll. Ganz, ganz toll. Aber egal, kriegen wir hin. Wie gehen wir hin? Wäre doch gelacht, wenn wir nicht das Passende dabei hätten. Ah, Ethos-Stücke. Ah, geil, okay. Okay, ich habe auch keinen Platz, um da. Selten dämlich. Weil ich natürlich nicht erst den Kram mache, sondern immer erst anderen Kram, ne? So.
Okay, dann haben wir schon mal ein paar Ederstücke. Ach, die brauche ich gar nicht. Ein Idiot. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert und umständlich. Das da wieder so ohne weiteres rauszunehmen. Dünger, Dünger. Dünger. Und das hier. So, dann werden die produziert, ne? Das heißt, wir brauchen mehr Ederstücke. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, Überblick zu behalten ist nicht immer ganz einfach. Jetzt hat er da oben jetzt wieder Steine gemacht. Das ist halt auch das Problem. Ich habe so das Gefühl, dass ich manchmal Sachen übersehe. Ich weiß nicht warum, aber bin garantiert schon an voll vielen Sachen vorbeigerannt, ne? So, und wenn ihr da irgendwas seht, wo ich dödelig vorbeirenne, schreibt es mir ruhig in die Kommentare, dass ich das nochmal absuchen kann, ne? Okay. Das sollte es aber dann jetzt erstmal passend dazu sein. Damit sollten wir auf jeden Fall ein paar hergestellt kriegen. 5 Stück haben wir schon. Ich würde mir gerne mehr als eine Quest anpinnen, aber das nervt mich so dermaßen. Hotspot Steine. 15 Lomis sind das. So. Okay, so also einen Gegenstandsfilter bauen. Lass mal eben gucken. Das können wir da vielleicht einfach machen, indem wir das einmal abusen. Wenn dieser Fahrzusatz auf einem Pfad platziert wird, können Sparks ihr Schild nur passieren, wenn der Gegenstand, den sie tragen, mit dem Gegenstand auf dem Schild übereinstimmt. Wenn der Gegenstand nicht übereinstimmt, laufen sie einfach weiter. Okay. Alles klar. Die Lomis gehen aber schnell, ne? Die gehen echt schnell. Okay, dann haben wir hier auch so langsam Vorrat. Ich glaube, da können wir hier sogar bald mal hingehen und fast gesagt auf Gazellenjagd gehen, ne? Diese komischen Viecher jagen. So, ich würde mal einmal hier so ein bisschen taschentechnisch aufräumen. Und mal einmal alles raussuchen, was wir für die nächsten Quests brauchen. Und dann geben wir mal noch ein paar Quests ab, weil da sollten jetzt irgendwie ein paar bei sein, oder zumindest schon mal reinschmeißen können, ne? So, ansonsten, wie gesagt, Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt, wenn ihr beide schon gemacht habt. Vielen, vielen Dank für den Support. Schreibt auch gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.